Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werde ich mal über ein paar Themen sprechen und euch natürlich auch noch ein paar News zum Doomsday Live Event liefern. Und wie ihr es unten rechts schon sehen könnt, beginnt morgen wieder eine Downtime ab 8 Uhr, auch mal wieder am Dienstag ein Patch. Sonst war es ja immer so die letzte Mal, dass das am Mittwoch kam. Ich werde eventuell Livestream, weiß ich noch nicht ganz genau, je nachdem wann ich aufstehe. Allerdings wird natürlich auf jeden Fall zu allen neuen Sachen ein Video kommen, was alles dann mit dem Update neu drin sein wird. Es wird wahrscheinlich alles ums Doomsday Live Event gehen. Zusätzlich dazu ist jetzt auch noch hier im Agentenraum, in Midas Raum tatsächlich das Doomsday Device hier etwas geupdatet worden und das ist jetzt noch etwas stärker, das heißt die ganzen elektrischen Wellen sind jetzt nochmal stärker, wenn das Intro hier gleich vorbei ist, können uns das Ganze auch nochmal ein bisschen besser anschauen. Ich denke mal, es wird dann mit dem Update natürlich dann immer weiter und immer stärker werden und eventuell dann sogar irgendwann auf der Karte platziert werden. Aber hier sieht man auf jeden Fall schon, mittlerweile ist es ja einfach deutlich stärker und wenn man natürlich wieder rein und raus geht, dann ändert das auch und hat noch diesen zweiten Stil. Ich glaube, weitere Stile gibt es nicht. Also wenn man nochmal reinjoint, dann bekommt man wieder den gleichen Stil, genau. Aber das sind so die beiden Sachen und hier sind teilweise sogar Blitze, die schon an diese äußere Kugel gehen und das ist soweit der Standard, den es bisher zum Doomsday-Gerät gibt. Das ganze Live-Event dazu wird dann ja auch am Samstag schon um 20.05 Uhr stattfinden. Bin ich auch auf jeden Fall schon gespannt drauf und werden wir uns natürlich auch im Livestream anschauen. Ich weiß noch nicht ganz genau, ab wann ich livestreame, werde ich allerdings dann natürlich auch noch ein paar Tage vorher sagen, wann der Livestream beginnt. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt in eine Runde Teams rein und dann werden wir da über ein paar Sachen sprechen. Allerdings, bevor wir das machen, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr hier auf dem Kanal ein Abo da lasst. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und die Themen, über die wir heute sprechen, sind einmal, ob in Zukunft oder warum zurzeit kein Fortnite Competitive kommt. Dann natürlich auch, wie das Ganze auf meinem Kanal weitergehen wird und generell werden wir auch noch über so ein paar andere Themen reden, wie zum Beispiel mein 1000 Abo Special und ich würde sagen, wir beginnen mal direkt mit dem ersten Thema, allerdings mache ich den kurzen Cut, bis wir in der Runde sind. Ich würde sagen, wir gehen direkt nach Lazy Lake und ich hoffe, dass ich hier ein bisschen was überlebe, weil ich wirklich seit, glaube ich, anderthalb Wochen jetzt kein einziges Mal mehr Fortnite gespielt habe, beziehungsweise wenn, dann ja, nur sehr, sehr kurz. Deshalb weiß ich nicht, wie gut ich noch bin. Auf jeden Fall, warum ich jetzt keinen Fortnite mehr in den letzten Wochen gespielt habe, liegt einfach daran, dass ich wirklich seit Ewigkeiten fast täglich Fortnite zocke. Ganz, ganz wenige Tage, wo ich dann wirklich den ganzen Tag kein Fortnite gezockt habe. Und das eben halt schon seit 2 Jahren oder so. Was auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit ist. Aims ist auf jeden Fall stabil. Und deshalb wollte ich einfach mal eine kleine Auszeit von Fortnite und vor allem von Fortnite Competitive haben, um einfach nicht diesen Druck zu haben, täglich zu trainieren und am Ende habe ich es dann irgendwie auch nicht durchgezogen damit und deshalb wollte ich mir dann einfach mal eine Woche Auszeit davon gönnen und da ja dann auch GTA 5 kostenlos war, war es immer die perfekte Situation, ein nices Spiel wirklich, was man eben mal kostenlos mal zur Abwechslung spielen kann, war wie gesagt einfach der perfekte Augenblick dafür und deshalb habe ich immer die Zeit da auch direkt genutzt, um genau zeitgleich dazu dann eben halt von Fortnite eine Pause zu machen und ich denke mal, dass diese Woche noch keine Cups oder dass ich keine Cups spielen werde, vielleicht den Solo Cup am Freitag, weiß ich aber noch nicht ganz genau tatsächlich, muss ich mal schauen, aber ich denke mal, ab der nächsten Woche wird es dann auch wieder weitergehen und ja. Das ist eigentlich so das Ganze dazu, also es wird nicht dauerhaft jetzt irgendwie kein Fortnite mehr auf meinen Kanal kommen oder so. Dazu bockt das Game einfach immer noch viel zu sehr, vor allen Dingen was Live-Events und so betrifft. Ja, es ist einfach extrem nice und ich mache ja trotzdem, oder die Möglichkeiten auch jetzt einfach durch das Live-Event sind ja, dass verdammt viel Content da ist, ohne dass ich jetzt irgendetwas in der Competitive-Richtung machen muss und deshalb war das eben halt auch nochmal ein Grund, warum ich das genau jetzt gemacht habe, diese Pause. Normalerweise sind die Pausen eben halt immer die Zeiten, wo ich im Urlaub bin, aber jetzt natürlich durch Corona war ich eine relativ lange Zeit nicht mehr im Urlaub und ich habe immer dauerhaft auch YouTube nebenbei gemacht und da brauchte ich einfach mal ein anderes Spiel, um ein bisschen was anderes zu machen und ja, wird aber wie gesagt auf jeden Fall wieder kommen, also wird jetzt keine dauerhafte Situation so sein
Und ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn ich das Ganze wieder aktiv spielen werde. Allerdings will ich jetzt auch nicht einfach dann irgendwie einen Cup zocken, nur um daraus ein Video zu machen oder so. Ich finde, das lohnt sich dann auch nicht. Sondern ich möchte wirklich komplette Fortnite-Pause machen. Und ich hätte zwar auch in vielen Situationen vielleicht ein bisschen Creative spielen können oder so, aber ich will einfach wirklich mal gar nichts damit zu tun haben. Deshalb habe ich mir auch kaum Videos in die Fortnite Competitive Richtung angeschaut. Außer natürlich jetzt die Finals vom FNCS Invitational, weil es ein großes Event ist. Aber ansonsten ist das jetzt eben halt die erste richtige Runde. Und es sieht auch gar nicht so gut aus. Hilfe. Botnik Move wieder am Start. Ja, aber so viel auf jeden Fall zu dem Thema. Schade, leider nicht bekommen. Wir gehen natürlich nochmal in eine Runde, da ich noch ein paar mehr Themen habe. Wir sehen uns ja gleich wieder. Das zweite Thema, was ich ja noch besprechen wollte, ist das 1000 Abo Special. Das hatte ich ja schon in einem Stream gemacht. Allerdings waren dann da immer kaum Zuschauer und das, was ich da machen will, ist sehr, sehr komplex. Weshalb das etwas schwierig ist, vielleicht werde ich dazu nochmal einen weiteren Stream machen. Aber ist auf jeden Fall ein Projekt, was sehr lange dauert. Falls ihr da nicht im Stream dabei wart, ich baue tatsächlich eine eigene Map. Passt ja jetzt auch dazu, dass ich 1000 Abonnenten habe, kann ich eben halt eventuell, wenn es Epic Games irgendwann wieder aktiviert, den Creator Code freischalten und damit kann ich dann auch Maps veröffentlichen. Und das Ganze wird, denke ich mal, eine sehr, sehr nice Map. Wie gesagt, wenn ihr etwas Genaueres dazu sehen wollt, wird auf jeden Fall wieder zu kommen. Oder wenn ich es mal in Streams mache, gibt es oder könnt ihr natürlich dort auch sehen, was ich genau baue. Finde ich, ist aber ein sehr, sehr nices Projekt und viele Leute haben dann eben halt im Stream geschrieben, warum ich nicht einfach ein Gewinnspiel oder so mache mit irgendwas an Geld oder so oder irgendwelchen anderen Preisen. Aber ich finde, so ein Gewinnspiel ist irgendwie natürlich für den Gewinner, der das Gewinnspiel am Ende gewinnt, ziemlich nice, aber für alle anderen hat es irgendwie so gar kein Value und ich finde, es ist einfach nichts Besonderes. Außerdem verdiene ich kein Geld mit YouTube und sonst bekomme ich immer nur 30 Euro Taschengeld. Das kann ich vielleicht zu einem 2000 Abo Special oder so machen, aber bis dahin ja, ist es, finde ich, nicht worth it und deshalb will ich da etwas anderes machen. Außerdem will ich auch immer versuchen, nicht das zu machen, was jeder andere YouTuber macht. Weil ich finde, das macht es ja gerade aus so ein Special, dass es eben halt etwas Besonderes sein soll. Und ja, deshalb habe ich mich dazu entschieden. Ich meine, macht sonst ja wirklich kaum jemand so ein Special. Und finde ich auf jeden Fall persönlich sehr, sehr nice. Natürlich werden dazu dann auch noch Videos kommen, wie gesagt. Zum einen, wenn die Map fertig ist und zum anderen, wenn ich den Creator-Code habe und wenn ich die Map dann auch veröffentlichen kann. Und zurzeit arbeite ich eben halt an dem ganzen System. Ist relativ schwierig, vor allen Dingen, weil ich mich nicht so wirklich mit den Prinzipien aus dem Creative-Mode auskenne. Weshalb das sehr, sehr schwierig ist. So, ich hoffe, wir bekommen jetzt noch. Ja, oder auch nicht. Okay, das waren dann auf jeden Fall so die ganzen Themen, die ich besprechen wollte. Ich hatte überlegt, ob ich das Video überhaupt mache, aber ich fand, ich wollte einfach mal darüber informieren, weil vor allen Dingen auch relativ viele in die oder auch generell in die Kommentare in Livestream-Chat geschrieben haben, warum ich denn keine Cups spiele oder ob ich Cups spiele. Und jetzt wisst ihr es auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Video natürlich gefallen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.